Bei meinem heutigen Bier geht es um nicht weniger als das Prestige einer ganzen Brauerei. Welche das ist, das klären wir auch im neuen Jahr in den berühmten 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr alle so fleißig mit dabei seid und an der Stelle erstmal einen guten Rutsch an euch alle, ein frohes neues Jahr, vor allen Dingen Gesundheit, Glück und das ein oder andere Bierchen auch. Für manche beginnt ja heute auch der Ernst mit dem Dry January und ich werde mich da so ein bisschen durchmogeln durch den Januar und euch mit Bieren begleiten. Die meisten davon werden allerdings nicht alkoholfrei sein. Heute geht es um das Prestige einer Brauerei, eine kleine Brauerei aus Österreich und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt, denn es Bier heißt Le Prestige, es kommt von Gallierbräu und der Jan hat mir dieses Bier vorbeigebracht. Es ist mit 2022 gekennzeichnet. Ich meine mich auch daran zu erinnern, dass es das schon mal gegeben hat. Ich weiß nicht, ob er das jedes Jahr macht. Es ist ein Belgian Golden Strong Ale und Strong Ale lässt es schon ein bisschen vermuten. Es geht heute alkoholischer zu, als das bei einem normalen Bier der Fall ist. Mit 11 Volumenprozent kommen wir hier rein. Wir haben Wasser, Hopfen, Gerstenmalz, Zucker und Hefe. Das ist ja bei den Belgiern durchaus nichts Außergewöhnliches. Aber die Trinktemperatur, die sollten wir jetzt hier beachten. Es steht drauf 10 Grad. Ich glaube, da liegen wir ziemlich genau auf dem Punkt. Habe das jetzt auch schon fast so ein halbes Stündchen hier mal draußen stehen. Und wenn man dann jetzt mal genau schaut, da steht auch Rum Barrel Age, denn dieses Bier ist 12 Monate in einem Rumfass aus der Destille Josef Fahrthofer gelagert worden. Allerdings war da vorher kein Rum drin, sondern ein Birnenwein. Also ich erwarte da jetzt durchaus das ein oder andere Fruchtspektakel, aber natürlich auch ein bisschen noch Holz und Rum. Eine Very Limited Edition, also weil ihr das Bier haben wollt, dann würde ich mal sagen, schaut auf der Homepage vom Gallier vorbei, wo ihr dieses Bier bekommen könnt. Aber erstmal muss ich euch ja Appetit drauf machen und ich habe es auch selber noch nicht probiert. Insofern müssen wir das Ganze jetzt mal gemeinsam uns anschauen, was wir da bekommen. Wir haben es mit einer, blassgoldenen Farbe, aber es ist eher eine tiefgoldene Farbe zu tun, so ein bisschen Dunkelgold. Wenig weißer Schaum, das ist nicht mal ein ganzer Fingerbreit, aber den kriegen wir schön ans Glas gezogen. Gleichmäßige Trübung, das geht schon fast jetzt in die Bernstein-Richtung hier, dieses Bier. Was die Nase dazu sagt. Also ich habe ja viel erwartet, aber das jetzt an der Stelle nicht. Also das ist super fruchtig. Also erstmal haut es einem so ein bisschen Orangenzeste um die Nase. Aber da ist auch ein bisschen Maracuja mit dabei. Haut es mich, aber da ist Maracuja mit am Start. Schön fruchtig, allerdings auch. Und jetzt kommt Rum dazu. Ich habe auch ein bisschen Birne noch mit dabei. So dieses leicht säuerliche von der Birne. Oh, also in diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Also, nehmen wir es mal vorweg. Ja, dieses Bier ist alkoholisch. Es schmeckt auch wie 11 Volumensprozent. Aber es ist so eingebettet und das passt perfekt wahrscheinlich auch jetzt in die Jahreszeit. Es ist ein toll würziges Bier. Es hat diese Orangen mit dabei. Es kommt ein bisschen Rosine mit an den Start. Es hat den Rum mit drin. Es ist irrsinnig weich. Der Alkohol ist, wie gesagt, da, aber ich finde ihn in seiner Art noch dezent genug, um dann eben mit diesen ganzen anderen Aromen ein tolles Gesamtbild zu zeichnen. Es ist ein bisschen holzig, eine schöne leichte Holznote mit drin. Aber es ist so unglaublich unerwartet. Und ich finde es jetzt auch vom Mundgefühl her, es liegt sehr angenehm, sehr weich im Mund. Diese Würzigkeit, die eben mit diesen fruchtigen Noten zusammenspielt. Ich finde, das ist... beinahe vor Schreck hier das Glas umgeworfen. Nein, es ist einfach ein wahnsinnig angenehmes und tolles Bier. Und ich glaube, ich habe jetzt um die 10 Grad. Ich bin fast der Überzeugung, dieses Bier gewinnt noch mit jedem Grad extra. Es hat einen
schönen mittleren bis vollen Körper. Eigentlich für so ein starkes Bier, die Grundsache ist nicht intensiv, aber sie ist für so ein starkes Bier dann doch überraschend präsent. Aber ich finde es nicht unangenehm, weil auch das wieder so diese fruchtigen Noten ein bisschen nach vorne spielt. Leicht ölig in der Textur und es kommt hinten, und das ist jetzt, es bleibt fruchtig hinten auch im Nachtrunk. Es kommt so ein ganz leichter schokoladiger Touch mit rein. Es wird auch wieder ein bisschen alkoholischer und ist einfach ein super Festbegleiter. Und das für mich, das Le Prestige vom Gallier. Ich muss das hier an der Stelle nochmal in die Kamera halten, dass ihr auch das Etikett erkennt, nachdem ihr suchen müsst. Das ist so ein Bier, das ist das Dessert. Das ist der Abschluss, das ist der Digestiv am Ende eines ganz tollen Mahls, aber eben mit dieser unerwartet fruchtigen Note und gerade auch diesen birnigen, was jetzt hinten nochmal reinkommt. Es kommt noch so eine leichte Holznote wieder mit an den Start und auch der Rum herrlich mit drin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein richtig, richtig geiles Bier, bei dem man auch sagen muss, diese 12 Monate Fassreifung und auch die Vorbelegung des Fasses einfach toll mit in das Gesamtkonzept des Bieres mit eingebunden. Und jetzt nehme ich noch einen Schluck. Und dann bin ich überzeugt, dass für mich das Le Prestige vom Gallier aus 1922 von ProbierTV gibt es dafür 4,5 Punkte für das Le Prestige Nummer 22, das Belgian Golden Strong Ale aus dem Hause vom Jan. Und wenn ihr das Bier haben wollt, wie gesagt, dann beeilt euch jetzt. Limited is King. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Santé.